Ihr wolltet, dass ich mal über Schmuck spreche? Dann machen wir das heute doch mal. Viele Männer tragen oft irgendwas an Schmuck, ohne darüber nachzudenken. Und dann macht der Schmuck, der eigentlich ja dein Outfit und deinen Style upgraden sollte, genau das Gegenteil und downgradet deinen Style als auch dein Outfit. Und damit das nicht passiert, gibt es heute passende Tipps dazu. Tipp Nummer 1. Weniger ist mehr. Gerade beim Thema Schmuck solltest du das auf jeden Fall in die Ohren schreiben. Denn wenn du viele Schmuckstücke gleichzeitig zum Beispiel trägst oder auch Schmuckstücke übereinander trägst, dann kann das wirklich nach hinten losgehen. Denn man möchte ja jedes einzelne Schmuckstück eine besondere Aufmerksamkeit schenken. Und wenn du zum Beispiel viele Schmuckstücke gleichzeitig trägst oder was übereinander trägst, dann bekommt jedes einzelne Schmuckstück einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdient hätte. Oftmals ist es nämlich so, dass alleine wenig Schmuck schon ausreicht, um ein Outfit passend aufzuwerten. Zum Beispiel eine Uhr. Oder in meinem Fall jetzt eine Uhr und eine Kette, die ein relativ basic Outfit dementsprechend einfach nochmal eine Stufe upgraden, wenn man die Outfits nebeneinander sieht. Außerdem sollte dein Schmuck dein Outfit einfach unterstreichen und ein wenig aufwerten und nicht dein Outfit oder dein Style komplett übertreffen oder mega herausragen. Zweiter Tipp, achte auf Qualität. Gerade bei Schmuck ist Qualität einfach besonders wichtig. Wenn du nämlich qualitativ hochwertigen Schmuck besitzt und hast, den kannst du über Jahrzehnte hinweg tragen, weil die Qualität einfach so gut ist und die Lebensdauer so enorm gut ist. Und wenn du möchtest, kannst du sogar deinen Schmuck auch an deine Nachkommen vererben. Heißt, bei Schmuck steht Qualität ganz, ganz sicher vor Quantität, ungeachtet davon, ob wir über Ketten, Ringe, Uhren, Ohrringe oder sonst was sprechen. Auf jeden Fall achte definitiv auf die Qualität. Und Leute, glaubt mir eins, ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn Anfang 20 hatte ich einiges an Modeschmuck und der Modeschmuck hat meistens immer ja, eine geringere Qualität, dementsprechend auch eine geringere Lebensdauer und von daher würde ich persönlich heute auf gar keinen Fall mehr irgendeinen Modeschmuck kaufen. Da komme ich aber später noch zu. Drittens, richtig kombinieren. Den Schmuck, den du trägst, der sollte A, zusammenpassen und B, natürlich auch zu dem Outfit passen. Überspitzt gesagt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Bling-Bling-Rolli trägst, die passt natürlich nicht zu irgendwelchen Hippie-Armbändern. Ich glaube, das sollte klar sein. Gleiches gilt beim Outfit. Wenn du zum Beispiel einen Anzug trägst, dann solltest du zum Beispiel keine Armbänder tragen, keine Ketten tragen, keine Ringe tragen, es sei denn, es ist ein Ehering, sondern einfach vielleicht eine schlichte, elegante Uhr, maximal deinen Ehering und wenn es vielleicht Sommer ist, auch noch eine Sonnenbrille, aber das war's dann auch. Und wenn du zum Beispiel keine schlichte, elegante Uhr besitzt und aber trotzdem Anzug tragen möchtest, dann lass lieber die Uhr weg, ja, bevor du eine Uhr zum Anzug trägst, die absolut gar nicht zum Anzug passt, denn dann läufst du Gefahr, dass du einfach dein Outfit einfach ein Stück weit downgradest. Viertens, trage keinen Fake-Schmuck. Und damit meine ich nicht irgendwelchen Modeschmuck, sondern ich meine damit zum Beispiel günstig nachgemachte Imitate von zum Beispiel Luxusuhren. Denn wenn du zum Beispiel so eine Fake-Uhr kaufst, dann ist es meistens sowieso der Fall, dass man das direkt sieht, dass es eine Fake-Uhr ist. Und außerdem ist es ja auch so, wenn du dir mal wirklich ein teures Schmuckstück gönnen möchtest, weil du zum Beispiel ein bestimmtes Ziel erreicht hast und dafür auch hart gearbeitet hast, dann möchtest du ja auch dieses Schmuckstück mit Stolz und mit Freude tragen. Und wenn du eine Fake-Uhr hast und das weißt, dass es eine Fake-Uhr ist, dann wird das mit Stolz und Freude tragen eher weniger was. Tipp Nummer 5. Meide Trends. Du solltest im Schmucksegment eher Trends meiden und eher auf klassischen und zeitlosen Schmuck setzen. Wie eben schon erwähnt, kannst du nämlich dann diesen Schmuck über Jahrzehnte hinweg tragen und möglicherweise auch sogar deinen Nachkommen vererben. Und bei Schmucktrends ist es meistens halt so, dass es sich dabei um Modeschmuck handelt und Modeschmuck hat meistens nicht so gute Qualität, färbt zum Beispiel schnell ab, ja, und dann trägt man den Schmuck halt grundsätzlich nicht mehr so oft und Trends kommen und gehen und wenn der Trend dann mal weg ist, dann liegt der Schmuck sowieso nur noch rum und landet dann wahrscheinlich auch bald im Mülleimer. Es gab ja die trendigen Icewatches zum Beispiel oder auch die trendigen Rosenkränze, die jeder zweite Mann gefühlt anhatte. Hallo, ich war auch einer davon. Oder auch zum Beispiel dieser Arm-Candy-Trend, wo ganz viele Männer sich um ihre Uhr zum Beispiel noch so Armbänder gehängt haben, die aussahen wie so Lutschbonbons. Also Leute, auf sowas sollte man tatsächlich verzichten, denn sowas hat einfach keinen langfristigen Mehrwert. Sechstens, probier dich aus. Ich habe schon gerade ein paar Mal erwähnt, dass ich kein Fan bin von Modeschmuck und ich würde dir auch grundsätzlich abraten, Modeschmuck zu kaufen. Ich war nämlich Anfang 20, hatte nämlich auch einiges an Modeschmuck und Leute, ihr könnt mir glauben, kein Schmuckstück von dem, was ich damals besaß, besitze ich jetzt noch. Dennoch solltest du vielleicht, gerade vor allem, wenn du zum Beispiel erst Anfang 20 bist, einfach mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht auch Modeschmuck ausprobieren, um einfach erstmal ein Gefühl dafür zu entwickeln, was für Schmuck du haben möchtest, auf was für Schmuck du irgendwie stehst und welche Art von Schmuck du einfach auch tragen möchtest. Oder du hörst direkt auf den Online-Bro, ja, up to you. So Leute, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr so persönlich für Schmuck tragt. Tragt ihr überhaupt Schmuck, ja oder nein? Und wenn ihr weitere Videos zum Thema Schmuck haben wollt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Teilt das Video selbstverständlich auch gerne mit euren Freunden. Ich hoffe, ihr konntet euch aus dem Video ein bisschen was rausziehen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.